1961, Adenauers letzter Wahlkampf. Sein Gegner ist der Sozialdemokrat Willy Brandt. Die CDU fürchtet, dass Globke, der als Kommentator der Nürnberger Gesetze international immer wieder unter Druck steht, Wahlkampfthema wird. Wie die CIA berichtet, schlägt Globke Willy Brandt ein heimliches Abkommen vor. Die SPD soll das Thema Globke aus dem Wahlkampf heraushalten. Dafür werde die CDU den Emigranten Brandt nicht als Vaterlandsverräter denunzieren. Eine Erpressung, bei der Globke die Mehrheitsmeinung der Westdeutschen hinter sich weiß. Brandt stimmt dem dreisten Deal zu. Hat sein engster Vertrauter Egon Bahr davon gewusst? Ich kann nichts dazu sagen, weil ich nichts weiß. Sie sind nicht bekannt? Nein. Globkes öffentliche Auftritte sind selten, etwa bei der Begrüßung von Staatsgästen. Anfang der 60er Jahre aber wird der Mann hinter Adenauer ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. ...1961 erscheint ein Buch von Reinhard Strecker mit vielen unbekannten Dokumenten zu Globkes Tätigkeit im Reichsinnenministerium. Strecker ist Mitglied des damals noch SPD-nahen Sozialistischen Deutschen Studentenbundes. Schon vorher hat er Material über NS-Juristen zusammengetragen, die nach dem Krieg in den Justizdienst übernommen wurden. Die Übernahme schwer belasteter Personen aus dem Dritten Reich bedeutet tatsächlich doch eine nachträgliche Legalisierung und Gutheißung dessen, was sie getan haben. Die Akten findet er in Polen und der Tschechoslowakei. Sofort wird der Verdacht laut, die Dokumente seien gefälscht. Ich hielt es immer für möglich, dass irgendetwas gefälscht werden hätte, gefälscht werden können. Aber es war nichts gefälscht, das war absolut unnötig. Die Originale stimmten. BND-Chef Gehlen soll 50.000 D-Mark eingesetzt haben, um die Veröffentlichung zu unterbinden. Gehlen durfte ja eigentlich nur überhaupt im Ausland Nachrichten sammeln, aber er war von Globke angewiesen worden, das Erscheinen des Buchs zu verhindern. Globke klagt gegen das Buch und erreicht einen Vergleich. Wegen zweier geringer Ungenauigkeiten wird der Vertrieb gestoppt und der Verlag verzichtet auf weitere Auflagen. Ebenfalls 1961 findet in Jerusalem der Prozess gegen Adolf Eichmann statt, der die Deportation der Juden in die Vernichtungslager organisiert hatte. Die Adenauer-Regierung will mit allen Mitteln verhindern, dass Globke als Zeuge in den Prozess hineingezogen wird. Adenauer hat vorgesorgt. Mit dem israelischen Premierminister Ben-Gurion verabredet er schon 1960, dass der Name Globke aus dem Eichmann-Prozess herausgehalten wird. Wie inzwischen aus CIA-Akten bekannt ist, hat auch CIA-Chef Alan Dulles interveniert. Er verhindert die Erwähnung Globkes in einem Artikel über Eichmann in der Zeitschrift Life. Hintergrund des deutsch-israelischen Zusammenspiels ist das Wiedergutmachungsabkommen zwischen beiden Ländern, an dem Globke Anfang der 50er Jahre maßgeblich mitgewirkt hat. Danach sollen 3 Milliarden D-Mark an Israel gezahlt werden. Doch in den folgenden Jahren wird mehr geliefert als Geld und Wirtschaftsgüter. Heimlich wird auch die Lieferung von Waffen nach Israel vereinbart. Waffen für den Kampf gegen die arabischen Nachbarn. Ein triftiger Grund, auf Globke Rücksicht zu nehmen. Da wurden Anstalten gemacht, dass der Name nicht erschien. Und die Israelis waren in einer schwierigen Situation, nicht? Sie brauchten die Deutschen, sie brauchten Adenauer, sie brauchten Waffen, sie brauchten Geld. Es ging um die Wiedergutmachung, all das. Und man sagt, ich meine, ich habe dafür keine schriftlichen Beweise, dass der Herr Globke in dieser Hinsicht ganz zugänglich war. Nicht? Also es ging ja so weit, dass man lachte in jüdischen Kreisen, sagte, frag doch Globke, der wird schon helfen, nicht wahr? Das Schicksal wollte es, dass ich im Jahre 1969 an den Schreibtisch von Hans Globke im Kanzleramt rückte.
und erinnere mich noch genau, wie beim ersten Besuch des israelischen Botschafters, der sagte, nun wird alles viel leichter, nachdem Sie hier sitzen und nicht mehr Herr Globke. Worauf ich ihm sagte, das ist ein Irrtum. Es wird alles viel schwerer, denn hier sitzt niemand mehr, den Sie erpressen können. Der Name Globke wird im Eichmann-Prozess zwar am Rande erwähnt, aber Globke wird nicht als Zeuge geladen. Als Eichmanns Verteidiger seinem Mandanten das Globke-Buch von Reinhard Strecker mitbringt, findet sich Eichmann bestätigt. Die Dokumente scheinen seine Strategie zu unterstützen, sich als reinen Befehlsempfänger darzustellen. Ich kann mir nicht denken, dass ein Zeuge hier hinkommt und braucht, die Waren gleichzeitig festgenommen zu werden. Ein CIA-Bericht meldet, dass Eichmann Globkes Rolle und das Buch von Strecker auf 40 handgeschriebenen Seiten kommentiert habe. Diese von ihm in der Jerusalemer Zelle verfassten Blätter sind nie aufgetaucht. Eichmanns Notizen. Seit Jahrzehnten werden sie weltweit gesucht. Kaum zu glauben, sie sind im Besitz der Bundesrepublik. Jetzt haben wir sie gefunden. Aufzeichnungen, in denen Eichmann bekräftigt, er sei nur ein Befehlsempfänger des Reichsinnenministeriums, also auch Globkes gewesen. Mit Blick auf Globkes höhere Befugnisse in der Nazizeit beschwert sich Eichmann: Hier Staatssekretär einer Regierung, da zum Tode verurteilt. Er beschreibt auch die Bedeutung von Globkes Kommentar als verbindlichen Maßstab für die Deportation von Juden. Die Deportationsdienststellen brauchten in den Kommentaren ja nur Einblick zu nehmen, um zu wissen, ob die Person zu dem vom Innenministerium festgestellten Personenkreis gehört oder nicht. Eichmann verlangt in seinen Notizen, dass Globke als Zeuge gehört werde. Aufgrund seiner früheren Stellung als Referent und Generalreferent müsse er persönlich und verbindlich erklären, dass andere Dienststellen sich nach den rechtlichen Vorgaben des Innenministeriums richten mussten. Globke muss nicht mehr vor Gericht erscheinen. Eichmann wird 1962 gehängt. Attackiert wird Globke auch von der DDR. Doch die mit Halbwahrheiten geführten Kampagnen verhindern in der Bundesrepublik gerade eine kritische Analyse der Rolle Globkes. Ost-Berlin 1963. Der erste Strafsenat des Obersten Gerichts der Deutschen Demokratischen Republik verkündet in der Strafsache gegen Hans-Josef Maria Globke folgendes Urteil: Im Namen des Volkes. Der Angeklagte wird wegen in Mittäterschaft begangenen fortgesetzten Kriegsverbrechens und Verbrechens gegen die Menschlichkeit in teilweise. Nach einem politischen Schauprozess mit zweifelhafter Beweisführung wird Hans Globke in Abwesenheit von einem DDR-Gericht verurteilt. Ein Urteil, das er als reine Propaganda abhaken kann. Zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Eine deutsche Karriere. Dr. Hans-Maria Globke. Danke, Herr Werner. Neben seiner Anpassungsfähigkeit wird auch seine Verwaltungserfahrung honoriert. Als pragmatischen Spezialisten haben Alexander und Margarete Mitscherlich Globke schon 1967 in ihrem Buch Die Unfähigkeit zu trauern beschrieben. Globke wäre als einer der Repräsentanten dieser nationalsozialistischen Politik gestorben, wie er als Beauftragter der katholischen Zentrumspartei weitergedient hätte, wäre die Weimarer Republik nicht kollabiert. Unmittelbar nach dem Ende des tausendjährigen Reiches passt er sich abermals den Gegebenheiten an. Also er ist ein für jedes System tauglicher Mensch.
Adenauer will und kann Globke nicht fallen lassen, solange er Kanzler bleibt. 1963 gehen beide zusammen in Pension. Zwei Männer, die gemeinsam die politischen Weichen in der jungen Bundesrepublik stellten, die sich aber nie so nahe waren, dass sie sich duzten. Seinen Lebensabend will Globke in der Schweiz, am Genfer See, verbringen. Doch die Kantonsverwaltung verweigert dem Kommentator der Nürnberger Rassegesetze das Niederlassungsrecht. Globke gibt seinen Plan auf. Ein einziges Mal hat seine Vergangenheit für ihn Konsequenzen. Hans-Maria Globke, ein äußerst effizienter Kollaborateur, tritt ab. Globke hier, ich komme jetzt nach vorne. Der unauffällige Helfer im Hintergrund, der Adenauers Politik erst möglich machte. Als Globke 1973 stirbt, ist der Mann hinter Adenauer schon fast vergessen. Und man will ihn auch vergessen.